vielen Dank für die Einladung. Die Slides werden teilweise in Englisch sein, weil für alle, die nicht Deutsch können. Ich interessiere mich ein bisschen auch nicht nur für das Kulturerbe der Vergangenheit, sondern auch für das Kulturerbe der Zukunft, was bedeutet, inwieweit es Rahmenbedingungen gibt, die für kulturelles Schaffen im 21. Jahrhundert geeignet sind, die sich mit diesen Themen und diesen Technologien, die wohl sehr gesellschaftspolitik- und bewusstseinsbestimmend sind und sein werden. Und wir haben gerade vorhin gehört, dass es auch schon Schwierigkeiten gibt, für Archive das 20. Jahrhundert zu erfassen. Also für das 21. Jahrhundert gibt es da, glaube ich, noch ein paar mehr Probleme. Und was mir auch ein Anliegen ist, ist, dass wir, wenn wir über Informationsgesellschaft reden, auch über Desinformationsgesellschaft reden müssen, weil de facto mit diesen Informationssystemen auch neue Formen von Verzerrung, auch durchaus von Manipulation, möglich sind, die wesentlich subtiler und schwieriger zu bemerken sind, als vielleicht auch noch in der Vergangenheit. Und die Problematik, die aus meiner Sicht damit zusammenhängt, ist einerseits ein gewisses Marktversagen, was man auch in den zunehmenden Marktkonzentrationen erkennen kann, das heißt dominierende Monopole und Oligopole einerseits und Politikversagen andererseits. Und also, um mal mit diesem schwierigen Begriff von Informationen, es gibt Informationen, es gibt Daten, es gibt Wissen, diesbezüglich gibt es viele auch Missverständnisse oder Unklarheiten. Wenn wir über Wissensgesellschaft sprechen, dann sind sozusagen, ist diese vielleicht bildungsbürgerliche Vorfreude etwas zu früh, glaube ich, weil wir hier über neue Formen von Wissen reden müssen, die sozusagen diesen Kontext von Wissen, wie wir sie heute teilweise im Zusammenhang mit Bibliotheken vorgestellt bekommen haben, nicht erfüllen, auch im Zusammenhang mit neuen Herrschaftswissen. Zuerst einmal beginnen wir damit, sozusagen unsere Sinnesdaten, die relativ ungeordnet Eindrücke auf uns zu fließen, in irgendeiner Form in Schemas zu organisieren. Wir müssen sozusagen diese Sinnesdaten gewisserweise in Muster binden. Wir müssen das kompressieren und quasi adaptive Möglichkeiten der Reaktion für uns selbst daraus ableiten können. Und wir haben dann immer wieder mit Effekten zu tun, wo diese Sinnesdaten gewissermaßen in Muster gruppiert werden. Also der Ausdruck hier zum Beispiel Pareidolia ist, wenn wir beginnen, in Rauchwolken oder in Google-Satellitenaufnahmen Gesichter zu erkennen. Oder wenn wir gewissermaßen dazu programmiert sind, Bedeutung in Mustern zu sehen. Das ist im Übrigen aber auch die professionelle Arbeit von Nachrichtendiensten, diese Muster zu sehen. Da kann man sich natürlich auch gerne und oft irren. Es ist letzten Endes auch die Aufgabe von Wissenschaftlern, Zusammenhänge zu entdecken, die andere vorher nicht gesehen haben. Man kann das auch als Paranoia bezeichnen. Auf jeden Fall haben wir sozusagen diese eingebauten Funktionen von Mustererkennung, wo letzten Endes die Funktion der Perzeption, also etwas zu sehen, und die interpretativen Mechanismen im Wesentlichen gar nicht mehr zu unterscheiden sind. Das heißt, Wahrnehmung und Interpretation sind stark miteinander verknüpft, und gleichzeitig haben wir eben nicht nur diese eingebaute Fähigkeit, Muster zu erkennen, sondern gleichzeitig auch diese Muster in narrative Strukturen zu verknüpfen. Das ist, wie unser Gedächtnis letzten Endes auch aufgebaut ist. Daraus ergibt sich auch eine gewisse Fiktionalität von Realität. Also für viele ist sozusagen Sherlock Holmes eine wesentlich historisch
relevantere oder physisch angreifbare Persönlichkeit offensichtlich als Richard Lionheart. Gleichzeitig gibt es sozusagen konstitutionelle Mythen, die eine Kultur sozusagen, in der sie geglaubt werden, auch schaffen, weil sie letzten Endes Modelle kreieren, die wiederum als Modelle Realität produzieren. Und da wiederum gibt es natürlich auch bestimmte Modelle, die zum Beispiel die Legitimation einer gesellschaftlichen Elite ermöglichen und entsprechend glaubwürdig sein müssen. Es gibt auch moderne soziobiologische Legenden über sozusagen den kompetitiven Wettstreit, aber es ist einigermaßen gut gesichert, dass wir auch in unserem Umgang mit Informationen und auch in unserem Umgang mit Erinnerungen, unserer persönlichen Erinnerung, dazu tendieren, Auffassungen, die mit unseren eigenen Auffassungen in Widerspruch stehen, schlicht zu ignorieren oder zu unterdrücken. Es gibt hier verschiedene Effekte, die auch miteinander zusammenwirken. Auf Deutsch klingt das nicht so ganz so gut, Bestätigungsfehler. Im Wesentlichen heißt das, dass wir dazu geneigt sind, die Dinge, die wir eh schon wissen, noch einmal verstärkt zu bekommen, andere Dinge aussortieren. Was dadurch passiert, ist, dass letzten Endes der Möglichkeitsraum und der Entscheidungsraum sich einschränkt. Das heißt, es gibt also auch Untersuchungen, wo, wenn Leute Bücher kaufen, werden sie Bücher kaufen, die im Wesentlichen dem das verstärken, was sie schon an Wissen haben. So funktionieren natürlich auch Suchmaschinen wie Google, dass sie die letzten Endes die Popularitätseffekte verstärken. Genau das, was man eigentlich sozusagen interessant finden könnte, nämlich, dass man die sogenannten Weak Ties, das heißt Informationsdomänen, die eigentlich sozusagen entfernt sind von uns, die schwachen Verbindungen zu anderen Informationssektoren zu finden, das ist etwas, was sozusagen hier auch gegen das Geschäftsmodell dieser Medien ist. Das ist etwas sozusagen schon, was Francis Bacon schon angesprochen hat, dass das quasi eines der zentralen Probleme auch menschlichen Verstehens ist, dass wir bei sozusagen durch Affirmationen angetrieben werden und nicht durch sozusagen Negatives. Die sozusagen Reinkarnation dieser lustigen Idee der unsichtbaren Hand ist the wisdom of the crowds. Das ist sozusagen die letzte Sau, die da durchs Dorf getrieben wurde. Diese wisdom of the crowds ist natürlich in Wirklichkeit keine besondere wisdom, wenn es nicht eben genau diese dezentrale, lokale Quellen, unabhängige Quellen von Wissen und Wissensbildung gibt. Sonst gibt es hier einfach Verstärkungseffekte. Paradoxerweise gibt es zu diesem Wisdom of the Crowds gleichzeitig noch dieses mythische Verständnis einer authentischen, originalen Quelle. Das ist sozusagen auch die Problematik dieser Copyright-Ideologie oder genauer gesagt des Business-Modells, wo quasi ein irregeleiteter Ahnenkult ausgenutzt wird, um die Archive des 20. Jahrhunderts und 21. Jahrhunderts für die Öffentlichkeit zu sperren. Andere kognitive Effekte, die in dem Zusammenhang um Schutz zu bieten sind, ist natürlich mit Angst zu spielen. Also es ist durch einige Untersuchungen über viele Jahre nachgewiesen, dass dass Angst mit automatisch sozusagen bestimmte Containment und sozusagen konservative, schützende soziale Glaubensstrukturen auslöst. Das heißt sozusagen, wenn wir Tod und Verderben nach außen projizieren, dann können wir damit rechnen, dass es sozusagen mehr konservative, protektive Attitüden gibt. Attitüdenmanagement hat was mit Verhaltensmanagement zu tun. Viele dieser Mythen pflanzen sich fort in unserer modernen, säkulären Gesellschaft. Also zum Beispiel die moderne Firma leitet sich ab vom mystischen Konzept eines Königs mit zwei Körpern, wer sich dafür interessiert. Schon die alten Sumerer hatten die Vorstellung, dass Information ein Ozean ist, beziehungsweise
eine Seeschlange, ein Seemonster, das in einem Chaos des Informationsmeeres sozusagen schwimmt, wenn man so will, ein Drachen. Und auch die moderne Kybernetik, aus der der Cyberspace, von dem sich vieles ableitet, das wir hier heute besprechen, kommt vom Cybernao, dem Steuermann, auf diesen Informationsozean. Das heißt, es geht schon seit langem darum, wie wir Navigation in komplexen Umgebungen schaffen. Dazu wird natürlich Technologie verwendet. Also wir versuchen Realität mit Hilfe von Technologie in gewisser Weise abzubilden. Jetzt ist es so, dass diese Wissenschaften, die daraus gebildet wurden, keineswegs darauf begrenzt sind, quasi Natur abzubilden oder dass zum Beispiel Politik darauf begrenzt wäre, soziale Kräfte abzubilden, sondern es werden Kategorien entwickelt. Diese Kategorien werden sozusagen projiziert und dann wird die Natur oder Gott oder was auch immer als Zeuge angerufen für die Wirklichkeit dieser Modelle, die daraus sozusagen projiziert werden. Das heißt, es ist keineswegs hier systematisiertes Wissen, das im Vordergrund steht, sondern die Klassifikationssysteme beeinflussen die Art der Information selbst. Es ist sehr wohl ein großer Unterschied, ob wir unsere Information auf Tontafeln schreiben und sozusagen auf diese Weise verwalten und wieder zurückgreifen. Das heißt, diese scheinbar ephemeralen Systeme schaffen tatsächlich eine Form von Realität. Korzybicki hat das darauf angesprochen, indem er gesagt, die Landkarte sozusagen zeigt eigentlich den, der die Landkarte gemacht hat. Oder auch darauf hingewiesen, die Landkarte ist nicht das Territorium. Soll heißen, wenn wir in ein Restaurant gehen, essen wir normalerweise nicht die Speisekarte. Aber El Ibishah sagt, die Landkarte ist genau das Territorium. Wir kommen nämlich jetzt in dieses Zeitalter, wo die Landkarte das Territorium wird. Inzwischen ist es so, dass eben auch Geografen wie David Harvey, dem ich diese Matrix hier verdanke, den sozusagen geografischen Raum längst ausgedehnt haben in den kognitiven Bereich, in den Bereich von Sehnsüchten, Wünschen und sozusagen relationaler Raumzeit, wie er das bezeichnet, mit den entsprechenden sozusagen geopolitisch-geostrategischen Kontrollmethoden. Nicht zuletzt ein wesentlicher Aspekt von Kontrolle im Sinne von Kultur, das ja auch eine Projektion von Macht immer ist, ist eben das Gedächtnis, wobei wir ja nicht wissen, was wir nicht wissen. Andererseits ist es so, dass der Zusammenhang von Intention, sozusagen zwischen Wille und Handlung, auch von der modernen Neurowissenschaft zunehmend in Frage gestellt wird, weil wir sozusagen, wie wir zum Beispiel auch in posthypnotischen Suggestionen kennen, der Zusammenhang von Wille und Aktion nicht immer ganz deutlich ist. Die Psychologie hat herausgefunden, dass wir eigentlich eher im Nachhinein unsere Aktionen sozusagen rationalisieren oder begründen, als tatsächlich bevor wir etwas tun. Dazu gibt es natürlich entsprechend strukturelle Exploits. Das heißt, wir machen oft gar nicht so sehr scheinbar, was wir wollen, sondern unser Wille ist konsistent mit dem gewissermaßen, was wir tun. Wie gesagt, wir haben da hier ein Prinzip, das ist ein Versuch von Benjamin Libet, der Neurowissenschaftler, der damit einfach sagen will, dass wir ständig unsere äußere Information synchronisieren mit unseren inneren Vorgängern und dass sich dieser Prozess um eine halbe Sekunde unterscheidet und wir quasi ständig gezwungen sind, unsere innere Ideenwelt zu synchronisieren mit dem, was ich zum Beispiel jetzt gerade sage und wie die Schallwellen im Raum ankommen. Wir haben sogenannte Skotoma, das heißt blinde Flecke. Wir müssen quasi ständig fantasieren, um leere Räume in unserem Gesichtsfeld auszugleichen. Das heißt, im Grunde reden wir über permanente Halluzinationen. Gleichzeitig ist in der Informationsgesellschaft natürlich die Aufmerksamkeit zu einer Schlüsselform von Machtausübung und auch Druckausübung geworden. Interessanterweise ist
das Fokussieren von Aufmerksamkeit genau mit seinem Gegenteil verbunden. Das heißt, wenn ich wo ganz genau hinschaue, werde ich mit der Zeit rote Augen kriegen und das beginnen unscharf zu sehen. Wenn ich versuche, lange mich auf etwas zu konzentrieren, werde ich unkonzentriert und müde werden. Wir haben ständig diesen Mix von heterogenen sozusagen Elementen in unserem Kopf, die ständig moduliert werden von neuen Elementen, die auf uns zukommen. Das heißt, es wird hier auch in dieser Aufmerksamkeitsökonomie eine Veränderung suggeriert, die oft gar nicht existiert. Die Aufmerksamkeitswirtschaft oder Aufmerksamkeitsökonomie hat zu einem Aufmerksamkeitsmarktversagen geführt. Es gibt eine ganz neue Krankheit, die heißt ADHS, also eben Aufmerksamkeitskrankheiten nehmen plötzlich zu. Die werden aber noch mehr zunehmen, weil wir sehen hier also aus der klassischen aus der Renaissance die Ars Memoria, das heißt symbolische Systeme, um geolokativ Informationen zu speichern, Gedächtniskünstler und so weiter. Gleichzeitig haben wir aber jetzt einen rasanten Anstieg von Informationen, der also jetzt nicht mehr Kilobytes, sondern Zettabyte und Jotabytes. Das heißt, wir sind hier in einem Bereich, der jenseits jeglicher neurologischer Erfassung von Information liegt. Zu Zeiten von Diderot war es noch so, dass man geglaubt hat, man kann das Weltwissen gewissermaßen in eine systematische Enzyklopädie vereinigen, der Wissenschaften, Künste und Diderot hat eben das Ganze mit dem sehr expliziten Anspruch gemacht, das Denken der Menschen zu verändern. Man kann auch, glaube ich, berechtigterweise sagen, dass er einen großen Einfluss auf die Französische Revolution gehabt hat und dass er natürlich dementsprechend auch verboten wurde, beziehungsweise auch das Copyright ihm entzogen wurde, beziehungsweise das Printprivileg, das wurde ja nicht zum Schutz der Drucker eingeführt, sondern um entsprechende Zensurmonopole durchzusetzen. Also dass die Enzyklopädie ist natürlich auf dem Index gelandet. Der Index ist natürlich auch eine heute sehr wichtige Form der Ordnung von Information, in dem Fall einer halt negativen Ordnung. Hier einer der Vorväter. Wir haben hier offensichtlich sehr viele Vertreter der Bibliotheken und ich sollte dazu dann eigentlich nicht viel sagen können, außer dass ich es eben sehr bezeichnend gefunden habe. Dieser Herr hat auch ein interessantes sozusagen psychologisches Profil und man sieht halt an diesem Beispiel auch ganz gut, wie sozusagen Kategorisierungsarbeiter gegen das Chaos arbeiten müssen, mit erheblichen Verlusten. Gleichzeitig sieht man, wie in solchen Kategorisierungssystemen Weltbilder, in dem Fall des 19. Jahrhunderts, festgefroren sind, also weiße, angelsächsische, protestantische Mittelstandsideologie. Das betrifft jetzt nicht nur den Herrn Dewey, also der lustigerweise zum Beispiel alle Religionen, die es außer dem Christentum gibt, in einen kleinen Anhang sozusagen verbannt hat. Auch die National Library of Congress in den Vereinigten Staaten hat ein Klassifikationssystem, wo Österreich und die Schweiz auf derselben Wichtigkeitsebene ist wie Asien und Afrika. Man müsste halt in die Zukunft schauen können, um diese Kategorisierungssysteme zu machen. Der Herr Borges hat ein sehr lustiges Essay geschrieben über die Möglichkeiten der analytischen Sprache. Wir werden heute, glaube ich, noch über Semantic Web etwas hören. Also Borges hat sich schon früher darüber lustig gemacht. Er hat diese chinesische Enzyklopädie des himmlischen wohlwollenden Wissens hier vorgestellt. Viele von Ihnen werden das sicher kennen. Es ist diese Kategorie, wo Tiere sozusagen in einer Liste, die dem Kaiser gehören, die einbalsamiert sind und so weiter, bis hin zu der am Schluss steht dann die Tiere, die aus der Ferne ausschauen wie Fliegen. Er macht sich natürlich darüber lustig, über die Versuche seit der Renaissance eine Ordnung, Kategorisierung von Wissen zu erzielen und sagt, das wird es nie geben, weil man dazu die Ausgangsbedingungen kennen müsste und wir wissen schlichtweg nicht, was das Universum ist. Deswegen hat sich auch sozusagen die
in der Romantik als Response zu dieser Vorstellung der Aufklärung, dass man alles wissen kann, eine Gegenströmung gebildet, die sich sozusagen mit dem beschäftigt, was man nicht wissen kann, stark verbunden mit der Horrorstory. Die Monster, die kommen nämlich genau aus diesen Zwischenräumen, die die Kategorisierer nicht erfassen können. Das gibt deswegen auch ein gewisses Unbehagen, wenn man über Versümpfe, finden alle ein bisschen zweifelhaft, wenn man nicht genau weiß, ist das jetzt Wasser oder Land, es fällt zwischen die Kategorien. Es gibt Volksstämme, die sich vor fliegenden Eichhörnchen fürchten, weil es die Kategorien von Vögeln und Säugetieren durchbricht. Also wir müssen besonders als Kategorisierungsarbeiter ständig die Angst haben, dass die Monster aus dem Jenseits durchbrechen. In Zeiten der vielen Daten sozusagen und mit den modernen sozusagen Gesellschaften ist die Statistik wichtig geworden. Ein anderer Ansatz, mit diesen Dingen umzugehen, hat sich herausgebildet. Auch da ein interessantes psychologisches Profil. Also der Mann, der das Statistik auf mehr oder weniger geprägt hat als Name, ist ein Herr Gelten, der ein schwerer Zwangsneurotiker und Obsessive-Compulsive Disorder ist sozusagen der Ausdruck. Er hat sein Interesse war auch verbunden mit Rassendiskriminierung und Eugenik, also daher kommt das auch ein bisschen, hat den Fingerabdruck erfunden, um sozusagen die Sklaven besser erfassen zu können. Also mit der Moderne kommt dieses obsessive Messen und statistische Erfassen, was sozusagen auch eine Zwangsstörung ist. Diese Daten können natürlich von Menschen, die normal ticken, auch nicht mehr verarbeitet werden. Das heißt, da werden Maschinenlogik wird notwendig. Jetzt das Problem ist, dass Menschen eigentlich mit ihrem Gehirn nicht logisch denken, auch noch nie getan haben. Gehirne sind eher soziale Organe. Es gibt hier sozusagen einen kleinen Scherz, sozusagen, da hier Pinguine sind schwarz-weiß, alte TV-Sendungen sind auch schwarz-weiß. Deswegen sind manche Pinguine alte TV-Sendungen. Also das ist syllogistische Maschinenlogik. Das ist im Wesentlichen, wie unsere Welt kreiert wird von Maschinen. Das ist eine Welt, in der ich nicht unbedingt leben will. Hier sehen wir wieder ein Seemonster. Auch die Griechen haben an die Informationsseemonster geglaubt. Also da gibt es diesen Proteus, der einem eben die Zukunft vorhersehen kann. Das Problem ist nur, dass er ständig seine Form wechselt. Daher hat schon einer der Gründer von Google gesagt, um eine perfekte Suchengine zu bauen, muss man also das Gehirn von Gott sein. Google versucht Gott zu sein. Wir wissen, was dabei passiert, wenn wir sozusagen die Geschichte von Frankenstein anschauen, der auch versucht hat, Gott zu sein. Das wurde kurz angesprochen, wir haben eine Publikation und Konferenzserie zur Frage der Politik von Suchmaschinen und Klassifizierung von Wissen veranstaltet, wo es um einige dieser Fragen gegangen ist. Ich versuche ein bisschen schneller weiterzumachen. Die Frage ist natürlich sozusagen der Demokratisierung und der Transparenz in Informationsgesellschaften. Diesbezüglich einer der großen Datenhalter ist natürlich sind Regierungen. Es braucht dazu einen Regulierungsrahmen, um Bürgern einen sozusagen Zugang zu diesen Daten, eine individuelle Aufbereitung dieser Daten von verschiedenen Interessensgruppen innerhalb der Gesellschaft. Also das ist das, was sozusagen als Read-Write-Society sozusagen bezeichnet wird und im Verständnis der Politiker, glaube ich, so ein bisschen angekommen ist. Das Problem ist nur, dass die das natürlich aus einer anderen Sicht sehen. Ich kenne Consultant, die herumlaufen und den Politikern sagen, wir machen Strategic Transparency. Das heißt, das ist im Wesentlichen auch etwas wie Desinformation. Also wir geben bestimmte Daten in bestimmter Weise her, um die Leute sozusagen nochmal zu verarschen. Wir gehen davon aus, dass diese Open Government Regulierungsstandards auch für die Industrie angewendet werden müssen. Nicht zuletzt deswegen, weil wir eine historische Asymmetrie haben, die mit einer demokratischen Gesellschaft nicht vereinbar ist. Wir haben das Wissen, das Herrschaftswissen über den Bürger in Händen von völlig undurchsichtigen Privatinteressen.
Es gibt Möglichkeiten der Manipulation und der Datenerfassung, vor der die Diktatoren der letzten 5000 Jahre nur geträumt hätten. Also die Sowjetunion hätte gern dieses Wissen gehabt über die Bürger, die das Google heute über jeden Einzelnen hat. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es sozusagen hier einerseits einen dezentralen, transparenten, gläsernen Bürger gibt, aber einen völlig unsichtbaren Kern, der die Kontrolle über dieses Systeme behält. Alle arbeiten kostenlos für Mark Zuckerberg oder andere. Die Kontrolle ist sozusagen aber an der Pyramide zugespitzt. Als Maßnahmen diesbezüglich sind die Voraussetzung, Rahmenbedingungen zu schaffen. Ich habe das sozusagen schon angesprochen. Politikversagen ist hier das Thema. Wie kann sichergestellt werden, dass kulturelle Praxis im 21. Jahrhundert gesellschaftsrelevant ist, dass Zugang zu diesen Tools ist. Die Situation hat sich diesbezüglich verschlechtert. Das sind analytische Tools und Daten, die sozusagen für NGOs, geschweige denn für Künstler und Kulturschaffende nicht mehr zugänglich sind. Das ist das, was ich damit anspreche. Information Ecology soll heißen, nachhaltige Informationslandschaften statt sozusagen sterile, monopolisierte Hybridsaaten, wie wir das von Monsanto kennen. Und Cultural Intelligence soll heißen, dass es eine neue Art von Kulturpraxis geben muss, die sich sozusagen auf einer einer unabhängigen Informationspraxis aufbaut. Was für Möglichkeiten der Manipulation es in diesem Bereich gibt, habe ich mir sozusagen in den letzten Jahren auch in verschiedenen Publikationen erarbeitet. Mit den Medien ist natürlich eine Frage der Glaubwürdigkeitskrise eingetroffen und es wurden sozusagen mit der Medientechnologie wurden Technologien der Wahrheitsprojektion wichtig. Also der Herr, der den sogenannten Lügendetektor erfunden hat, also eine maschinelle Methode, um festzustellen, was die Wahrheit ist, hat auch gleichzeitig Wonder Woman erfunden und das Lasso der Wahrheit. Dieser Bereich sozusagen der Wahrheitsproduktion kommt natürlich auch aus dem Illusionismus. Also es gibt sozusagen den Begriff des Cold Reading. Das heißt, das sind die Mentalisten, nicht? Die sozusagen die hier so im Gespräch dann quasi den sehr glaubwürdigen Eindruck vermitteln würden, dass sie etwas wissen über sie zum Beispiel oder wen auch immer. Diese Technologien werden schon lange angewendet, nicht nur auf der Bühne, also auch schon in den Kolonialkriegen wurden berühmte Zauberkünstler zum Beispiel nach Algerien geschickt, um dort die Einheimischen zu beeindrucken und Rebellionen niederzuschlagen. Robert Houdin hat da eine wichtige Rolle gespielt. Houdin hat der Namenspatron von Houdini, aber auch die moderne Medienmanipulation. Es gibt den berühmten Indian Rope Trick von einem gewissen Herrn Wilkie, der später Geheimdienstchef geworden ist, des ersten amerikanischen Geheimdienstes, der sozusagen selber gesagt hat, dass er the world's greatest illusion in den Medien produziert hat, also der erste ganz große Massenmedia-Fake gewissermaßen. Und er hat ganz systematisch den amerikanischen Geheimdienst aufgebaut mit der Hilfe von Illusionisten und Zauberkünstlern. Das ist etwas, was bis heute so funktioniert. Auch der englische Geheimdienst wurde im Übrigen mit Hilfe von Houdini und anderen aufgebaut, der sozusagen mit den modernsten Technologien der damaligen Zeit, Überwachungstechnologien, gearbeitet hat. Und also bis in die neuere Zeit, also das war Mulholland, war ein berühmter Bühnenillusionist, der dann nicht mehr öffentlich aufgetreten ist, weil er Manuals für den CIA geschrieben hat, wie man sozusagen das und jenes macht. Auch im Zweiten Weltkrieg, also Kriegsführung hat was mit Täuschung zu tun. Hier sagt sozusagen der Commander des Middle East, dass es darum geht, sozusagen hier bestimmte Dinge. Also er vergleicht seine Arbeit im Afrikakrieg mit dem eines Zauberers, der bestimmte Dinge in den Vordergrund stellt und andere unsichtbar macht.
Im Übrigen, manche unserer modernen Hi-Fi-Anlagen, zum Beispiel der Begriff der Stereoanlage, kommt aus diesen Bemühungen. Man hat damals ganze künstliche Kriegsszenarios geschaffen, indem man Geräusche, Funkverkehr und so weiter simuliert hat. Man merkt schon, diese Dinge treiben die technologische Entwicklung an. Es gibt sozusagen den Begriff der Dromologie, den vielleicht manche schon gehört haben, während sozusagen klassische Ideologien die Vorstellung haben, dass sozusagen unsere bürgerlichen Rechte durch, notfalls durch Gewalt aufrechterhalten werden, ist es in Wirklichkeit so, dass das sozusagen eine Industrie ist, die sich längst verselbstständigt hat. Virilio sagt, es ist sozusagen nicht einmal das Kapital mehr, das unsere Gesellschaften treibt, sondern dieser Security-Komplex. Wir kennen das alle, Privatisierung, das heißt, wir haben diesen technologischen Cycle, wo Kapital in Waffen, in Verteidigung, in Waffen und so weiter investiert wird. Im Gegensatz zu den Vorstellungen, diesen frühen, naiven Vorstellungen, dass das Netz dezentralisiert und Offenheit suggeriert, ist es so, also das ist hier ein Handbuch bzw. ein Flyer von der Armee, da wird ganz richtig festgestellt, im Netzwerk werden die Starken stärker und die Schnellen werden schneller. Das heißt, wir haben sozusagen diese zum Beispiel in der Marktkonzentration angesprochenen Verstärkungseffekte. Das ist Augmented Reality. Ich vielleicht nur ganz kurz. Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss eben diese Fragen der Personalisierung und Schemas der Fragmentierung, der Personalisierung, wo gewissermaßen jetzt, also es gibt zwar einen Trick, um das auszuschalten, aber wenn ich bei Google sozusagen suche, kriege ich ja immer jetzt die Resultate, die quasi auf meine persönliche Dummheit zugeschnitten sind. Dazu kommt sozusagen, dass unsere sozialen Kontakte weitgehend inzwischen auf sozusagen Kategorisierungstags, auf eine quasi symbolische Kategorisierungsebene, nicht, wo dann Leute miteinander im Wettstreit sind, wie viele angebliche Freunde sie haben und sozusagen wie diese Freunde wiederum konstituiert sind. Im Grunde bewegen wir uns da auf eine Art Geistergesellschaft zu, eine Ökonomisierung bis ins Grab und ins Grab. Tim Berners-Lee, der das World Wide Web mit erfunden hat, spricht diese Gefahr von vermeintlichem Social Networking an. Das ist eben kein Social Networking, sondern das ist in Wirklichkeit, schaffen wir neue Silos, wir schaffen neue Gefängnisse und es gibt ein neues Flow-Management, wo es um die Kontrolle sozusagen der Permeabilität dieser Grenzen geht, nicht mehr um sozusagen die strikten Trennungen. Wie das sozusagen noch im Mittelalter war, mit den Stadtmauern. Unsere Stadt ist jetzt voller Mauern, mehr als im Mittelalter, nur bestehen sie aus Software und aus Algorithmen. Und ich höre jetzt mal hier auf mit einem Bild von Otto Neurath, der unter dem Titel Kulturwille einen Artikel gemacht hat, Statistik und Klassenkampf. Und ich würde sagen, heute geht es um Klassifikationskampf. Danke. Klassifikationskampf, das ist ja fast das Stichwort zum nächsten Vortrag. Max Senges, Google spricht mit dem Apfel in der Hand. Ja, schönen guten Morgen, Max Senges von Google. Vielen Dank für dieses Feuerwerk der Ideen, Vorschläge und Verschwörungstheorien, wenn ich so weit gehen darf. Ich wollte ganz konkret... Also Verschwörungstheorie ist ein Schimpfwort in dieser Gesellschaft. Kann ich das bitte wissen, was die Verschwörungstheorie ist? Ja, also darauf wollte ich gerade eingehen. Also meine ganz konkrete Frage ist, inwieweit, ich hatte jetzt leider nicht die Möglichkeit, zu tief in den Lebenslauf reinzugucken, inwieweit Sie auch informationstechnisch, also insofern wirklich an dem Code und den Algorithmen forschen und sich das angucken. Denn zwei
Punkte haben mich etwas stutzig gemacht. Einmal die personalisierte Suche, wo Sie, glaube ich, etwas über das hinausgehen, was da momentan möglich ist und inwieweit das funktioniert. Also ich finde es ein normales Verständnis, dass man erstmal denken würde, dann kriegt man sozusagen nur noch das geliefert, was man selber sich vorher schon angeschaut hat. Wenn man aber ein bisschen in die Algorithmik da einsteigt und schaut, wie die Empfehlungen, wie solche Empfehlungsalgorithmen funktionieren, kommt man relativ schnell zu dem Schluss, dass es eben genau die Ergebnisse sind, die, sagen wir mal, mit dem, was einen selbst interessiert, zusammenhängen. Aber sie wollen ja nicht genau dasselbe praktisch wiederfinden, was Sie schon kennen. Also da sind relativ spannende Geschichten, die dazu führen, dass man Sachen findet, die einen interessieren, also personalisiert. Google ist ganz super mit seinen neuen Features. Und was ist jetzt die Verschwörungstheorie? Naja, also ich, ich kann nur festhalten, dass es wahnsinnig viele Thesen waren, die Sie aufgestellt haben und Analysen, wo ich recht viele, ehrlich gesagt, jetzt nicht unbedingt als wissenschaftlich gesichert sehen würde, sondern eher als ein Kunstprojekt. Das ist jetzt die Verschwörungstheorie, dass ich einen künstlerischen Hintergrund habe, oder was? Also ich oder der Algorithmus von Google. Also ich habe ja gesagt, ich habe nicht nur über Google gesprochen, sondern über die Funktion von Personalisierung. Ja. Google habe ich am Rande erwähnt. Google ist ein Problem, Google ist böse. Ja. Das ist ganz klar, einfach deswegen, weil es eine Monopolstellung hat und ein intransparentes Unternehmen ist, das ausschließlich auf Profit orientiert ist und letzten Endes inkorporiert ist, um der Öffentlichkeit zu schaden, weil es private Interessen verfolgt. Ja. Ich kann nur hoffen, dass unsere österreichischen Politiker, die alle leicht korrupt sind, nicht Google verwenden, weil sie sozusagen letzten Endes, man hat das gesehen, es ist ja rausgekommen, gab es ja einen berühmten Fall bei AOL, wo diese ganzen Suchergebnisse von einzelnen Individuen bekannt geworden sind. Es ist verräterisch, es ist wirklich, es gibt Zugriff auf das innere Seelenleben von Leuten, wenn man ihre Suchergebnisse sich anschaut. Ich will nicht, dass diese Macht bei Google liegt, das ist böse. Gut. Bitte? Ich habe nicht was ist das für eine Frage? Ich verwende moderne Technologien, ich habe auch einen Computer, ich habe auch ein Telefon, ja, obwohl ich damit geordnet werden kann, also wenn das die Frage beantwortet. Also ich wollte es eigentlich gar nicht so aggressiv machen. Ne? Ja, das war auch gar kein Angriff in dem Sinne. Ich hatte einfach das Gefühl, Sie haben halt sehr viele Thesen aufgestellt und inwieweit die dann jeweils zu belegen sind und ganz genau so richtig lässt sich drüber streiten. Meine Frage war ganz konkret, ob Sie einen Informatik-Hintergrund auch haben, weil das scheint mir ganz wichtig, diese Probleme, die wir besprechen, haben immer einerseits einen wirklich technischen Hintergrund, es geht um Bits und Bytes und dann geht es immer höher in die Kultur hinein. Und insofern glaube ich, ist es wichtig, dass wir die Gespräche zwischen den verschiedenen Disziplinen führen. Ja. Google soll nicht das letzte Wort haben, danke. Nein, Sie sollen. Ich muss einfach ein bisschen auf die Zeit achten. Wir wollen niemand der Referenten die Zeit klauen, zumal diese Diskussion mit Sicherheit weitergehen wird. Und ich bin ja auch sehr froh, dass Sie da sind. Wir werden in der Mittagspause Zeit haben. Auch wenn Google das Essen bezahlt, Sie sind herzlich eingeladen.